Die letzte Ankündigung gibt es heute von Yannick Besendorf, und zwar über das Aktionsbündnis Endstation. Hi, ja, ich bin vom Aktionsbündnis Endstation und wir haben ja eben einen Film gesehen, da ging es um Predictive Policing und das ist eigentlich ein super Thema zur Überleitung. Und zwar ein Schlüsselinstrument, wenn es um Predictive Policing geht, das ist Gesichtserkennung. Und zur Gesichtserkennung gibt es gerade in Berlin am Bahnhof Südkreuz ein Pilotprojekt vom Bundesinnenministerium, Bundespolizei, BKA und der Deutschen Bahn. Und das läuft jetzt schon seit August, dieses Pilotprojekt. Und wir sind ein Aktionsbündnis dagegen. Genau, wir machen unterschiedliche Aktionen. Zum Beispiel machen wir so Performances am Südkreuz, wo wir dann mit Papiertüten über unseren Köpfen rumrennen, damit eben der Gesichtserkennungsalgorithmus uns nicht erkennen kann. Oder wir haben schon in der Ringbahn, die ja auch durch Südkreuz fährt, so eine Diskussionsrunde gegen Überwachung und das Projekt gemacht. Genau, wir sind eben ein Aktionsbündnis, wir sind vernetzt mit verschiedenen netzpolitischen Gruppen und Stadtteilinitiativen. Und am 27.11. montags ab 16 Uhr findet unser Aktionstag statt, das ist eine Kundgebung in der Westhalle vom Südkreuz und da wird es dann verschiedene Stände geben und diversen kreativen Protest gegen das Pilotprojekt. Das Pilotprojekt nennt sich Sicherheitsbahnhof Südkreuz. Wir finden, durch die Gesichtserkennung wird eigentlich keine Sicherheit hergestellt, weil Kameraüberwachung dazu einfach nicht tauglich ist und wir finden, das Projekt ist auch eigentlich total unwissenschaftlich und dient dann später nur zur Legitimation von irgendwelchen gesetzgeberischen Maßnahmen. Deswegen unter anderem auch die Kundgebung. Bei der Kundgebung kann man sich zum Beispiel dann auch schminken lassen, um Gesichtserkennungsalgorithmen auszutricksen. Genau, und verschiedene lustige Sachen machen. Es gibt auch Musik und ihr seid herzlich aufgerufen, euch noch daran zu beteiligen oder vorbeizukommen. Schaut auf unsere Homepage endstation.jetzt oder schreibt uns eine E-Mail an hallo@endstation.jetzt. An der Bar liegen Flyer und Sticker von uns und ich bin auch noch eine Weile da, ihr könnt mich gerne ansprechen. Cool. Das war es jetzt mit dem 66. Netzpolitischen Abend. Der nächste findet am 5. Dezember statt. Vielen Dank fürs Kommen und ich hoffe, wir sehen uns alle nächsten Monat wieder.